Hallo und guten Abend, liebe Zuschauer. Heute geht es auf meinem Kanal etwas um die Traditionen in Ostpreußen. Da es nun Herbst ist, bietet sich natürlich der Erntedank an. Der Erntedank wurde in Ostpreußen bzw. hauptsächlich im Masuren mit dem Plonbinden begangen. Diese Tradition wurde zum Ende der Ernte begangen und es gibt auch ein kurzes Video von dieser Tradition, das ich euch natürlich nicht vorenthalten möchte und welches gleich nach dem Intro startet. Also viel Spaß dabei. Ich bin Gustav Seegatz und war früher Bauer in Masuren, ja. Hier wirtschafte ich seit 49 und bin nun schon fast ein Einheimischer. Fast. Doch wenn die Erntezeit kommt, vermisse ich immer unsere alten masurischen Bräuche, von denen unsere Kinder kaum etwas vom Erzählen her wissen. Meine Heimat Masuren liegt im südlichen Teil von Ostpreußen. Wir lebten dort in einer schönen und ruhigen Welt. Landschaftlich gesehen gehörte Masuren zum schönsten Teil Ostpreußens. Die vielen Gewässer, die sich wie Perlen auf einer Schnur aneinanderreihten, und die hohen alten Wälder, die noch auf Urwaldbestände zurückgingen, waren der einmalige Schmuck von Masuren. Sonst gedieh auf unserem leichten Boden außer Kartoffeln und Buchweizen nur noch Roggen. Dort oben war auch sonst manches schwerer. So blieben uns durch den langen Winter zur Bestellung und Ernte 2 Monate weniger Zeit als sonst wo in Deutschland. Aber wenn die Sonne ordentlich schien und auch der Regen uns keinen Strich durchte, dann stand der Roggen Ende Juli alle. Vielleicht, weil wir zäh um unsere Früchte Arbeit ringen mussten, hatten wir gerade zum Brotgetreide eine besonders ehrfurchtsvolle Beziehung. Darauf sind wohl auch unsere alten Bräuche zurückzuführen, durch die wir dem Roggenschnitt ein festliches und natürlich auch fröhliches Gepräge gaben. Gemeinsam marschierten wir vom Hof los, allen voran ich, der Bauer, und auf dem Felde nahmen wir Aufstellung zu stillem Gebet. Ähnlich wie auch unsere Frauen das Kreuzzeichen über jedem neuen Brot machten, segnete ich das Korn. Dann mähte ich mit der Sense des Vorschnitters die ersten Halme. Wenn man heute so viel von Gastarbeitern spricht, auch wir hatten sie damals in Ostpreußen in Hülle und Fülle. Sie kamen als Erntehelfer aus Polen, Saisonarbeiter, sodass wir bei den Sensen blieben. Zu jedem Schnitter gehörte damals noch eine Garbenbinderin. Wir waren ja noch nicht im Zeitalter der Traktoren und Erntemaschinen. Natürlich kannten wir die Mähmaschinen, aber sie lohnten nicht den Kostenaufwand für einen kleinen Bauern. Um das Erntewetter, das Sorgenkind aller Landwirte im übrigen Deutschland, brauchten wir uns kaum Gedanken zu machen. Masuren stand ganz unter dem klimatischen Einfluss der riesigen Landflächen aus Osteuropa und Russland. Wir hatten im Sommer anhaltende und oft sengende Hitze. Folglich war auch die Erntezeit meist trocken. Unser masurischer Sandboden warf keine großen Erträge ab. Aber bei unseren bescheidenen Ansprüchen wanderte der größte Teil unserer Ernte in die 90.000 Waggon Getreide, die Ostpreußen jährlich produzierte und in den Ruf als Kornkammer des Reiches einbrachte. Auch der letzte Tag des Roggenschnittes hatte einen vorgeschriebenen Ablauf. Zur Musik der Sensenblätter wurden die letzten Ähren vom Vorschnitter gemäht.
Bitten wir es und noch viele masurische Höfe seit alten Zeiten. Vielleicht brachten unsere Vorfahren, die Masowier, ihr Brauchtum schon mit, als sie hier vor 500 Jahren vom Deutschen Ritterorden angesiedelt wurden und aus einem Wildnisgebiet ihre Wiesen und Äcker schufen. Aus der letzten Hocke wurden die schönsten und schwersten Ähren für einen Strauß gezogen, den wir den Plon nannten. Das ist nicht der Erntekranz, der zum Abschluss der Getreideernte aus Roggen, Weizen, Gersten und Haferähren natürlich auch bei uns gebunden wurde. Dem Plon, dessen Halme nur vom Sensenblatt des Vorschnitters gekürzt werden durfte, flochten die Mädchen Füßchen. Er zierte beim Heimmarsch die Sense des Vorschnitters. Wir bringen herein den goldenen Plon und reichen ihn euch als Gotteslohn. Die Ähren sind voll, das Korn ist schwer. Gott gab dir die Ernte nach deinem Begehr. Nun gib uns, Bauer, für guten Plon zu essen und trinken und reichen Lohn. Ich sage euch allen herzlichen Dank und will euch bewirten mit Speis und Trank. Damit uns vom Himmel komme der Segen. Dann begann eine Wasserschlacht. Kannen und Tüten morgen. Das Begießen, wie wir es in Masur nannten, hatte einen tieferen Sinn. Es war der symbolische Dank für das lebenspendende Nass, das das Korn wachsen und reifen ließ. Wer unverhofft dazu kam, wurde auch begossen, aber wollte oder nicht. Ihm blieb nichts übrig, als gute Miene zum nassen Spiel zu machen. Was aber wäre dieses Roggenfest Essen? Das Plonessen. Traditionsgemäß fand es auf der Scheunentenne statt. Der Tisch war mit selbstgewebtem Leinen gedeckt, das schon der Stolz der Eltern und Großeltern gewesen ist. Jeder masurische Hof beging den Plon für sich. Und lange vor dem allgemeinen Erntefest, das nach Abschluss der ganzen Fruchternte vom Dorf gefeiert wurde. Bei der Plonfeier gab es keinen Schmalhans als Küchenmeister. An diesem Tage quollen die Schüsseln über von Gebratenem und Gekochtem. Dazu ging der Bärenfangerei um, das masurische Nationalgetränk, ein hochprozentiger Honigschnaps. Und dann kam das Wichtigste, der Tanz, zur Ziehharmonika und so eine Art Kammsaxophon. Zuerst ich mit der Großmagd und der Vorschnitter mit der Bäuerin. Und dann tanzten alle bis in die tiefe Nacht. Es waren fröhliche Stunden. Ein Ausgleich für die Schweren. Aber die Schwersten standen uns damals noch bevor. Wir Masuren sind in alle Winde verstreut worden.
Und von unseren alten Bräuchen ist kaum einer in der neuen Heimat wieder aufgelebt. Uns Alten bleibt wenigstens noch die Erinnerung an jene Zeit, mit der die junge Generation kaum noch eine Vorstellung verbindet.